bin's wieder, Nina vom Kanal Handmade with Love und ich habe heute wieder passend zum gemütlichen Herbstwetter habe ich ein DIY für euch und zwar zeige ich euch, wie ihr eine wunderschöne dekorative Tassenkerze machen könnt. Das geht wirklich sehr, sehr einfach, sehr schnell und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt und sehen wollt, wie ihr das macht, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Viel Spaß! Handmade with Love. Ihr braucht so eine wunderschöne Teetasse. Ich habe meine jetzt für nur 8 Euro von TK Maxx. Da könnt ihr natürlich jede schöne Teetasse holen. Die hat noch so ein Detail drin. Dann habe ich mir Wachs geholt in Weiß. Ihr könnt natürlich auch so Wachsflocken holen. Ich habe jetzt hier so Kiloware gekauft. Dann braucht ihr natürlich noch einen Docht, einen Schaschlikspieß und Sekundenkleber. Dann könnt ihr auch schon anfangen, denn der Docht muss jetzt genau mittig in die Kerze reingeklebt werden. Da macht ihr euch einfach so ein bisschen von diesem Sekundenkleber drauf. Und dann müsst ihr schauen, dass ihr den wirklich schön mittig platziert. Dann könnt ihr den noch so ein bisschen mit euren Fingern andrücken und dann natürlich super gut trocknen lassen. Wenn er dann richtig angetrocknet ist, könnt ihr euch dieses Schaschlikspießchen holen. Oder auch, ihr könnt ein anderes Stäbchen natürlich auch nehmen und wickelt euch den Docht so darum, dass der ganz straff ist. Das sorgt einfach dafür nachher, dass wenn ihr Wachs reingießt, könnt, dann bleibt der Docht besser in der Mitte und ja, so sieht das dann aus. Und dann könnt ihr euch an den Wachs machen. Ich habe mir hierfür dafür jetzt so einen Messbecher geholt. Und dann habe ich mir die Kerzen einfach durchgebrochen. Macht euch keine Sorgen um den Docht da drin. Sobald natürlich der Wachs der Kerze geschmolzen ist, könnt ihr perfekt den Docht einfach rausziehen. Und ja, das Durchbrechen ging ganz einfach. Wie gesagt, ich habe hier so eine Kiloware geholt. Das war einfach günstiger. Und dann könnt ihr das Ganze im Wasserbad einschmilzen. Ich habe hier noch zwischendurch mit einer Gabel drin rumgestochert. Es hat auch wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis das Ganze geschmolzen war. Aber wenn es dann soweit ist, könnt ihr euch die Tasse nehmen und euch den Wachs reingießen. Ich halte dafür den Docht oben so ein bisschen fest. Und ja, legt dann das Stäbchen schön mittig. Dann müsst ihr das Ganze nur noch richtig lange und gut abkühlen lassen und hart werden lassen. Und dann sieht die Tasse schon so aus. Dann könnt ihr euch den Schaschlikspieß da rausnehmen, euch den Docht zurecht frisseln, gerade biegen und einfach das überschüssige Stück abschneiden. Und fertig ist dann die Tassenkerze und ich finde, das sieht wirklich super schön aus. So, ihr habt jetzt gesehen, wie schnell und einfach ihr so eine wirklich sehr schöne dekorative Tassenkerze herstellen könnt. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Wachsreste habt, noch Wachsreste von alten Kerzen benutzen und die einfach einschmilzen. Das spart natürlich auch nochmal Geld. Und ja, wenn euch das DIY und die Tassenkerze gefallen haben, dann würde ich mich super über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr die Kerze nachmacht, dann dürft ihr mir wieder Bilder schicken mit dem Hashtag MadeWithLoveNina. Da würde ich mich super drüber freuen. Und ansonsten verlinke ich euch jetzt noch hier zwei meiner letzten Videos. Da solltet ihr unbedingt vorbeischauen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe dann und wünsche mir, wir sehen uns in eins meiner nächsten Videos wieder. Tschüss!